Nun, es gibt die Pläne für dieses Experiment. Das Experiment heißt ITER, Internationaler Thermonuklearer Experimentalreaktor. Sie sehen hier eine Computeranimation und das Experiment wird tatsächlich gebaut werden. Zurzeit beginnen gerade die Bauarbeiten dafür in Cadarache in Südfrankreich. Das Experiment ist eine weltweite Anstrengung der Fusionsforschung. Dort ist Geld zusammengekommen für den Bau der Maschine von Europa, aus Russland, aus Japan, aus China, aus Indien, aus Südkorea und von den Vereinigten Staaten von Amerika. Insgesamt ungefähr 5 Milliarden Euro nach heutigem Wert umgerechnet. Dieses Experiment wird gebaut werden. Von der Größe können Sie sich vielleicht am besten einen Eindruck machen, dass der Mensch, den ich Ihnen vorher im Gefäß unseres Experiments noch in anständiger Größe zeigen konnte, jetzt hier unten in der Grafik auftaucht und damit sehr klein ist. Der typische Südfranzose ist vielleicht ein bisschen kleiner als der Mitteleuropäer, aber nicht viel. Und Sie sehen, dass dieser Apparat jetzt an Komplexität und Größe vergleichbar ist mit den größten Projekten, die die Menschheit bis jetzt gebaut hat. Vergleichbar vielleicht mit Beschleunigerringen, die am CERN gebaut werden, in Genf, so wie zum Beispiel der LHC. Wir erwarten, dass dieses Experiment die Zündung zeigen kann oder zumindest die Selbstheizung des Plasmas demonstrieren kann, also das Anzünden des Fusionsofens. Und dieses Experiment soll, wenn es erfolgreich ist, den Weg öffnen zum Bau von Kernfusionsreaktoren. Nun, wenn wir die Zündung des Plasmas gezeigt haben, dann gibt es natürlich einige weitere Probleme zu lösen, die jetzt mehr auf dem technologischen Sektor sind. Wir sind als Physiker relativ zuversichtlich, dass wir in ITER die Selbstheizung des Plasmas und das Zünden zeigen können. Es gilt dann, von den Ingenieuren dieses umzusetzen und daraus eine Technologie zu machen, die letztendlich so funktioniert, dass ich einen Schalter umlege und Energieproduktion durch Kernfusion beginnt. Dabei gibt es weitere Probleme zu lösen, die jetzt mehr technologischer Natur sind. Ich nenne hier nur mal stellvertretend die Materialien der ersten Wand, also die Auskleidung des Plasmagefäßes mit Materialien, die dem Beschuss durch Plasmateilchen standhalten können. Hier sind wir auf einem guten Wege, aber es gibt noch viel zu tun, zum Beispiel auf dem Sektor der Materialforschung. Die typischen Zeitskalen, die beim Bau von solchen Experimenten involviert sind, sind von der Größenordnung 10 Jahre für den Aufbau, 20 Jahre für den Betrieb. Wir sind jetzt also am Ende der zweiten Generation der Tokamak-Forschung. Die erste Generation, die vielleicht von 1970 bis 1990 zu betiteln wäre, hat gezeigt, dass der Tokamak im Prinzip sich eignet, solche Plasmen einzuschließen. Die zweite Generation mit Experimenten wie unseres in Garching, das ich Ihnen vorhin gezeigt habe, hat uns gelehrt, wie die Physik des Plasmas sich darstellt. Sie hat uns die Erkenntnisse gebracht, die uns extrapolieren lassen, die dritte Generation in Angriff zu nehmen, die dann tatsächlich die Kernfusion als Energiequelle demonstrieren soll. Wir werden also 10 Jahre warten müssen, während der ITER aufgebaut wird, bis wir dieses Experiment in Betrieb nehmen können. Wir werden sicher 20 Jahre an ITER experimentieren, bevor auf den Schlussfolgerungen von ITER basierend dann ein Demonstrationsreaktor gebaut werden kann, der ans Netz geht und der tatsächlich elektrische Energie zum Beispiel ins Netz einspeist. Dieser sogenannte Demo-Demonstrationsreaktor könnte dann der erste Fusionsreaktor, der Prototyp einer Serie von Reaktoren sein, die dann letztendlich zur Energieversorgung der Menschheit beitragen könnten. Aber Sie sehen sofort, dass wir bis zur Markteinführung der Technologie vielleicht bis ins Jahr 2050 warten müssen. Die Fusionsforschung braucht also einen langen Atem. Sie braucht Kontinuität in der Förderung und auch in der Forschung, in unseren Möglichkeiten, die wir ausschöpfen können. Dann steht aber am Horizont etwas, was wirklich signifikant beitragen kann zur Energieversorgung.